Willkommen zum ersten großen Fazit von Hyrule Warriors Nummer 2. Und wer sich jetzt fragt, hören Nanus erste Fazit? Kommt noch ein zweites? Na Logo, ich bin momentan immer auf dem Trichter, dass ich sage, ein Spiel, gerade was im Endgame auch interessanter wird für die einen oder anderen, muss auch zweigeteilt getestet werden. Ich bin jetzt mit der Hauptstory durch, deswegen habe ich hier auch schon mal das als Startbildschirm gewählt, damit ihr seht, Kapitel 7 ist abgeschlossen, mir fehlt ein Krugsamen, habe ich leider verpasst und ich bin gestorben tatsächlich auf Stufe Standard. Direkt am Anfang bin ich vorgeprescht, hat mich der erste Gegner geplättet und dann habe ich vergessen, beim zweiten Mal den Krugsamen einzusammeln. Sehr schade, dazu aber später mehr. Und ich muss sagen, ja, mir gefällt das Spiel bisher ganz gut. Und wir fangen mal an mit der Geschichte. Die Geschichte ist ja bei Warriors Spielen immer jetzt nicht so das Highlight, wo man sagt, genau deswegen kaufe ich mir dieses Spiel. Jemand, der ein Warriors oder ein Heroes Titel haben möchte, der ist ja eher daran interessiert, wie sind die Massenschlachten? Wie abwechslungsreich ist das Ganze? Gibt es genug zu tun? Quasi Content im Endgame-Bereich? Und wie spaßig ist es auch nach mehrmaligem Angehen einer solchen Karte? Und da ist die Story immer eher so Beiwerk. Aber ich fand, das war von allen Spielen dieser Serien das Beste, was ich an Geschichte erlebt habe. Und damit meine ich jetzt nicht das, was erzählt wurde, sondern wie es erzählt wurde. Weil da geht es auch wieder um Zeitreisen. Ich habe ja schon im Stream gesagt, es ist ein sehr, sehr gern genommenes Element, weil irgendwie musst du ja als Spiele-Creator dir überlegen, wie schaffst du es, dem Spieler plausibel zu erklären, dass du jetzt ganz viele Helden hast, mit denen du spielen kannst. Ja, und da ist natürlich Zeitreisende immer das Beliebteste, was man nimmt. Und ist hier jetzt auch nicht anders, aber ich muss sagen, dadurch, dass es hier sehr schön vertont war, wir haben hier eine Sprachausgabe, eine deutsche, und die Sprecher haben sich hier echt Mühe gegeben. Das sind gute Stimmen gewesen. Ich bin sonst kein Freund von der deutschen Synchro, aber das hat hier irgendwie gepasst. Und dann gab es auch so zwei Momente, die mich, und ich bin schon jemand, der gedacht hat, ach komm, das wird mich hier eh alles nicht berühren und mitnehmen. Denkste, es gab in Kapitel 6.2 einen WTF-Moment, da habe ich Gänsehaut bekommen tatsächlich. Vielleicht lag es darin, dass ich hier abends schön Licht aus und die Switch auf volle Pulle, denn hinten raus waren auch die musikalischen Kompositionen viel besser als auch am Anfang. Das hatte ich ja zuvor auch kritisiert, dass ich in Teil 1 die Musik besser fand. Aber es hat sich hinten raus gebessert. Ich bin zwar immer noch der Meinung, die Musik ist in Teil 1 gesamt betrachtet besser, aber das war zum Schluss stimmig, dass ich abgeholt wurde. Da gab es eben diesen WTF-Moment und dann wurde ich auch sogar einmal ein bisschen berührt. Also nicht von der Person, die gerade hier im Zimmer war, sondern vom Spiel selber. Und das ist für ein Warrior-Spiel wirklich eine beachtliche Leistung. Vielleicht hat es auch nur mich so getroffen, aber das sind so Momente, die haben andere Spiele dieser Art nicht geschafft. Also storytechnisch ist das bis hierhin, was diesen Teil angeht, gut. Aber immer noch nicht vergleichbar wie in einem Rollenspiel-Epos wie Tales of. Ja, ihr kennt ja die Tales of-Serie und da wird natürlich Geschichtenerzählung groß geschrieben. Aber darum geht es ja gar nicht. Das ist ja genau der Punkt. Das Warrior-Prinzip ist ja ein ganz anderes, aber dennoch war die Geschichte bis hierhin sehr gut. So, und jetzt fangen wir mal mit Folgendem an. Wir machen hier auch am Anfang so eine kleine Plauderrunde. Es wird ähnlich funktionieren wie eine Art Podcast. Wir werden also am Anfang nicht viel sehen. Ihr könnt euch zurücklehnen. Ich werde nur erzählen. Und dann machen wir in der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen Gameplay-Action. Denn ich habe mir nochmal den Beitrag von Game 2 angesehen und Alter, ich kenne die Dame jetzt nicht so, ich weiß zwar, wer das ist, aber sie hat einen der schlechtesten Tests rausgehauen, die ich jemals in meinem Leben von einer Redaktion gesehen habe. Das war absolut schlecht recherchiert und gibt nicht das wieder, was Hyrule Warriors 2 nämlich ist. Bis hierhin nämlich ein gutes Spiel. Und ich muss euch da mal ein paar Szenen zeigen. Passt mal auf. Easy to learn, easy to master ist das Motto. Hauptsache draufhauen. Am besten, wenn diese Anzeige da ist oder mit dem richtigen Shika-Modul, wenn dafür das entsprechende Symbol erscheint. So kriegt ihr kleine, mittlere und auch Bossgegner platt. Eine Herausforderung stellen die aber nicht wirklich dar. Hyrule Warriors lässt sich zwar in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angehen, an der fehlenden Taktiktiefe ändern die aber leider nichts. Das ist, also diese beiden Punkte, ich habe mal diese beiden Fakten genommen und aneinander geschnitten, weil das baut ja aufeinander auf. Und ich kann nur sagen, echt, ouch.
Ich weiß nicht, was die Dame da getestet hat, aber das ist von vorne bis hinten einfach nicht wahr. Das sind falsche Fakten. Und wer jetzt auch Warriors liebt und gerne eine Meinung sich einholt, der ist ja hier völlig falsch beraten. Ich spiele nochmal die erste Szene ab. Easy to learn, easy to master ist das Motto. Hauptsache draufhauen. Easy to learn, easy to master. Hauptsache draufhauen. Alter, da sträuben sich meine Haare. Wenn ich welche hätte. Ja, ich hab noch genug Haare. Aber das ist doch einfach mal nicht wahr. Easy to learn, easy to master. Das ist in so vielen Belangen falsch. Diese Meinung kann nur von einer Person kommen, die das Spiel getestet hat auf der Stufe einfach und auf jeden Fall nicht durchgespielt hat. Das merkt man auch. Schaut euch gerne diesen Beitrag an, denn ihr müsst mal oben auf die Herzanzeige gucken. Ihr werdet feststellen, die ist immer sehr klein. Ein Indiz dafür, dass sie Videoausschnitte genommen hat von ihrem aktuellen Spieleprogress. Und sie wird sehr wahrscheinlich sehr schnell die Lust verloren haben und irgendwie ganz schnell den Beitrag zusammengeklöppelt haben. Und das geht überhaupt nicht, weil easy to learn, easy to master, das trifft vielleicht auf einen Bruchteil der Menschen zu, die auch nur auf einfach spielen und wirklich nur Button-Mashing machen. Weil das ist ja das Prinzip der Musou-Spiele. Sie hat sich bestimmt gedacht, naja, ist ja ein Warrior-Spiel, wird schon so ähnlich sein wie die anderen. Und ich muss sagen, bei Pirate Warriors 4 zum Beispiel, da war das größtenteils auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad so, dass man grundsätzlich fast jeden Charakter gleich gespielt hat. Kaum Unterschiede, keine Items, keine Bonuseffekte, alles war irgendwie gleich einfach und so weiter. Da hätte es schon eher gepasst. Aber hier, bei Hyrule Warriors 2, ist das einfach mal eine fucking falsche Auskunft. Und das, ich sag nochmal, das kommt von der Redaktion. Wenn es jetzt ein privater Mensch wäre, wäre das auch nicht so schlimm, weil jedem seine Meinung. Aber das ist doch kein objektiver Beitrag. Das ist ein Beitrag von jemandem, der das Spiel nicht mag und sagt, hier, das Spiel ist scheiße, aus dem und dem Grund, weil ich einfach das nicht gespielt habe. Hammer! Hut ab, gute Leistung. Also da sollte sich Game 2 überlegen, ob denn nicht irgendwie diese Redakteurin ausgetauscht werden sollte. Naja, das ist aber dann eher nicht mein Problem. Denn wir gehen es mal durch. Wir haben hier 4 Schwierigkeitsgrade, hat sie ja auch gesagt. Und dann hat sie gesagt, das hat aber überhaupt keinen Einfluss. Oh, 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 oh. Das ist genau auch ein falscher Punkt. Hyrule Warriors lässt sich zwar in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angehen, an der fehlenden Taktiktiefe ändern die aber leider nichts. Wer wissen möchte, ob das stimmt, der sollte sich natürlich mal Online-Videos angucken bei irgendjemandem, der auf schwer spielt. Wir können dann nachher auch mal auf schwer spielen, wobei ich habe es ja im Stream auch getestet. Und Alter, die hauen richtig rein. Wer von Anfang an auf sehr schwer spielt, der hat sich da einiges vorgenommen. Weil man ist oft One-Hit, man muss dreimal überlegen, ob man blockt oder ausweicht. Und man sollte auch dreimal überlegen, ob man seine Zauberstäbe benutzt bei einem Gegner oder nicht. Also taktische Vielfalt ist schon gegeben. Also ich kann nicht bestätigen, dass die hier fehlt. Ich weiß nicht, wo die darauf kommt. Wenn ich natürlich nur immer den Schlagbutton drücke und nie irgendwas teste oder benutzen muss, weil einfach die Schwierigkeit so einfach ist, naja, dann muss ich natürlich mir auch keine Gedanken machen über fehlende Taktiktiefe. Weil hat sie ja anscheinend alles nicht getestet. Allein schon, sie hat ja auch in dem Video gesagt, unterschiedliche Helden spielen sich unterschiedlich. Allein das beißt sich ja schon, das ist ja ein Widerspruch. Ich kann auch sagen, wir haben hier viele, viele Helden und die spielen sich alle komplett unterschiedlich. Und allein da brauchst du schon ein Taktikgefühl. Denn es ist ein Unterschied, ob du eine Zelda hast, die mit ihrem Bogen spielt und du überlegen musst, nutze ich jetzt meine Spezialangriffsleiste für stärkere Attacken, weil sie in einen Extra-Modus gehen kann. Oder nutze ich eben Zelda mit diesem Sheikah-Modul-Modus und dann macht sie eine ganz normale Spezialattacke, wenn ich auf A drücke und geht eben nicht in diesen Extra-Modus. Das sind zwei völlig verschiedene Modi, die zwei völlig verschiedene Herangehensweisen haben. Unterschiedliche Bosse haben auch unterschiedliche Manöver und sind auch anfälliger auf Elemente als andere. Und wenn du ein Element draufzauberst auf einen Gegner, dann wirst du auch feststellen, ein Blitzgegner kriegst du nicht mit Blitzdown. Aber ein Feuergegner mit Eis schon. Und man kriegt auch einen Feuergegner mit Blitzdown. Nur ist da die Schwachpunktanzeige nicht so schnell weg, als wenn du mit Eis angreifst. Und das hat keine taktische Tiefe. Also ich weiß ja nicht,
Allein das Ausweichen gibt dir eine Kontermöglichkeit. Es ist sehr schwierig, weil der Gegner dir ein kurzes Zeitfenster gibt. Und dann hast du die Zeit im Nacken, wo man spätestens ab der Stufe schwer schon feststellt, oh, ich muss mir hier was einfallen lassen. Und dann gehen die taktischen Überlegungen in die nächste Runde, weil du hast ja hier bei Hyrule Warriors ein sehr, sehr großes und vielfältiges System, was Nahrungsmittel angeht. Ich gehe mal hier aus dem Menü raus und gehe mal auf irgendeine Quest. Das gehört ja alles mit zur taktischen Tiefe, die ja hier anscheinend nicht gegeben ist. Ich könnte jetzt hier auf Rezepte gehen und ich habe eine Unmenge an Auswahl, die ich kombinieren kann. Und auch hier stellt sich die Frage, wie spiele ich? Brauche ich Bewegungsgeschwindigkeit, dann könnte ich jetzt das kochen und sogar nochmal kochen, dann stackt sich die Effekte und schon sind vielleicht Areale, wo vorher die Zeit knapp war, mit diesem Bonus einfacher zu meistern. Das spielt doch hier alles mit rein. Oder bin ich vielleicht zu schwach, weil ich auf einer Schwierigkeit spiele, wo ich eben nicht einfach nur Button-Mashing machen kann? Dann sollte ich überlegen, ob ich hier vielleicht weniger Schaden kassiere oder mehr Schaden austeile oder ich brauche Materialien. Das ist alles taktische Tiefe, was mit zum Kämpfen einfach reinkommt. Und dann hast du hier ein sehr großartiges Waffensystem. Darauf ist sie auch überhaupt nicht eingegangen, wie auch, weil sie hat ja nicht gespielt. Also es regt mich richtig auf. Und das Waffencrafting, das ist hier in Hyrule Warriors richtig genial. Finde ich auch besser als in Teil 1, weil wir kennen das noch mit den Siegeln. Die Waffen kommen per Zufallsdrop, das ist ein bisschen schade. Das habe ich bei Teil 1 sehr gut gefunden. Da musste man sich erst eine Waffe verdienen, die quasi freischalten. Einmal freigeschaltet, konntest du die immer per hohem Zufall auch bekommen. Aber hier ist es komplett random. Je höher die Stufen sind einer Quest, desto hochwertiger sind auch die Waffen. Und wenn du eben genügend Waffen gesammelt hast, dann kannst du Folgendes machen. Nämlich hier ins Menü gehen, gucken. Aha, die Waffe hat 46, die 44, die 42, aber sind doch beides die gleichen oder alles drei die gleichen Waffen. Die heißen ja zumindest gleich. Ja, das ist ein nettes Detail. Gleiche Waffen können unterschiedliche Ausgangsbasis-Angriffsstärke haben. Interessant, oder? Die hier hatte nämlich eine Basisstärke von 50 und da habe ich jetzt alles reingehauen. Wir kriegen Bonuspunkte auf gleiche Effekte. Ihr seht Beutequote und Effekt von Heil-Items. Das sind so zwei Effekte, die miteinander korrelieren. Wenn die eine Sache also drin ist und ich die zweite dazu hole, kriege ich einen Bonus von plus 5 und damit kann man die Waffe auch steigern. Ist sie auf Stufe 20, kriegst du noch einen vierten Effekt und dann ist damit aber noch nicht Schluss. Ist die Waffe denn auf 20, kannst du hier Höchststufe erhöhen und dann, das geht nur bei Waffen, die schon auf Stufe 20 sind. Habe ich bei einer schon geschafft? Da gehe ich mal auf die stärkste, die ich hier habe. Na, dann muss ich mal auf Siegel entfernen drücken, weil ich komme sonst hier nicht in das Menü rein. Und zwar auf Mifa. 93er Lanze. Fett. Richtig fett. Angriffsreichweite habe ich getestet und das haut bei ihr richtig rein, weil es macht schon Sinn, von weiter weg auch den Gegner trotzdem zu treffen. Und einfach nur, weil es hatte, Effekte durch das Element Blitz ist reduziert. Auch ein sehr schöner Effekt. Und da könnte ich jetzt noch auf Stufe 25 das Ganze hochtreiben. Das wird meine erste Waffe sein, die auf über 100 kommt. Und auch das gehört zur taktischen Tiefe. Welche Waffe nehme ich? Wie werte ich das auf? Dazu gehört auch das Rubinenmanagement, weil du kannst nicht jeden Helden gleichzeitig hochstufen. Waffen kosten Geld. Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe hatte ich schon mit Tenkai im Stream die Diskussion, ist es wahrscheinlich besser, auf die Rubine zu pfeifen und eher auf stärkere Waffe zu gehen? Ich sage, versucht bei den Waffen eher die Rubine zu sparen. Nehmt irgendeine kleine, die kaum was kostet. Haut da die ganzen Erfahrungspunkte rein und die dann bei einer hochstufigen Waffe, weil das kostet nicht so viel Rubine. Und wer sich jetzt denkt, das habe ich nicht verstanden, dann kann ich das gut nachvollziehen. Wir machen zu den Waffen irgendwann nochmal ein anderes Video. Aber erstmal, dass ihr gesehen habt, wo das hingeht. Wobei, ich kann nochmal reingehen. Siegel entfernen spricht, denke ich, für sich. Man kann es also individualisieren, wenn irgendwann mal ein Effekt drauf ist, den du nicht haben möchtest. Hau den weg und nimm was anderes. Und Entrosten ist ein sehr starker Effekt. Denn da sind immer sehr fette Waffenwerte drin. Ich habe sogar eine. Mache ich direkt mal. Ihr seht schon, da unten sind die Bedingungen. Ich muss hier immer Steine verwenden. 5 Stück. Dann brauche ich Monstermaterialien. 30 Stück. Da hau ich mal die rein. Habe ich ein bisschen was gefarmt. Und dann brauche ich noch Urkunden. Davon habe ich auch sehr viele. Und jetzt kann ich das entrosten und mal sehen, was dahinter sich verbirgt. 58er Angriffsstärke. Alter, das ist wirklich gut. Das ist viel besser als vorher.
Da verschlägt mir glatt die Sprache, weil auch da kam die Frage im Stream, lohnt sich das in Drosten? Auf alle Fälle. Wenn man schon weiter ist mit der Hauptstory, gibt es irgendwann auch auf der Karte von Hyrule Effekte, die nochmal das mehr an ATK einer Waffe begünstigen. Also du kannst freischalten, dass das Entrosten noch mehr bringt. Das muss man auch wissen. Also Entrosten ist später richtig gut, wenn du alles fürs Entrosten auch freigeschaltet hast. Am Anfang aber auch schon. Also wenn du eine findest, nutz die ruhig, weil es sind sehr, sehr, sehr viele starke Waffen auch mit drin. Und das natürlich nochmal 8 Grund-ATK mehr. Nehme ich auf jeden Fall. Ich werde hier die Siegel weghauen und dann bessere Waffen darauf klatschen. Wobei ich wüsste jetzt nicht, ob es noch eine bessere Waffe als Heisei Kodachi mit Ausgangsstufe 58 gibt. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Hammer. Hat sich gelohnt. Ja, Freunde, auch das. Taktische Tiefe, aber die gibt's ja bei Hyrule Warriors ja nicht. Ist ja ein sehr schlechtes Spiel. Easy to learn, easy to master, sag ich mal nur. Ei, also da, wie gesagt, sträuben sich mir die Haare. Ganz, ganz schlecht recherchierter Beitrag. Und dann hat sie aber noch Folgendes gesagt. Das ist doch Hyrule, wie man es aus Breath of the Wild kennt. Nur ist auf den zweiten Blick leider das genaue Gegenteil der Fall. Was man im Vorgänger selbst erkunden und bereisen konnte, ist jetzt eine pure Ansammlung von Hinweismarkern, die in die abgesteckten Areale führen. Auch hier, ouch! Ouch, ouch, ouch! Das, was sie gesagt hat, ist auch keine Seltenheit. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Während im Vorgänger man noch alles frei erkunden konnte, hast du hier abgesteckte Kartengebiete. Im Vorgänger. Sie denkt echt, dass Breath of the Wild der Vorgänger ist von Hyrule Warriors 2. Das sagt doch schon der Name. Hyrule Warriors 2 ist der Nachfolger von welchem Spiel? Na, große Preisfrage. Das ist vielleicht mal eine Preisfrage für das Nerd-Quiz. Und wenn sie da stehen würde, würde sie buzzern und sagen Breath of the Wild. Hammer. Hut ab, auch hier wieder redaktionstechnisch super gut recherchiert. Natürlich ist der Vorgänger Hyrule Warriors Nummer 1. Und nicht Breath of the Wild. Wie kann man denn Breath of the Wild vergleichen wollen mit einem Hyrule Warriors Spiel? Allein da ist doch schon der Fehler. Wer sich jetzt hier darauf eingestellt hat, dass er nochmal so ein Epos bekommt mit freier Welt und Erkundung, der ist dann natürlich falsch beraten. Aber das wusste man doch im Vorfeld schon. Die Trailer haben das gezeigt. Dann sagt der Titelname ja auch schon, dass es kein Breath of the Wild 2 ist. Und man kennt doch die Warriors Spiele. Also ein Neuling, der das nicht kennt, dem sei es verziehen, aber man kann sich online wirklich genug informieren, dann ist die Serie auch wirklich nicht alt und sie ist aus einer Redaktion. Ich sag nochmal, das ist eine Redakteurin und hat da komplett den falschen Riecher, warum auch immer. Also in Bezug auf Teil 1 ist das genau gleich. Wir hatten bei Teil 1 eine Abenteuerkarte und bei der Abenteuerkarte, da war es eben cool, dass an verschiedensten Eckpunkten dieser Karte Herausforderungen gewartet haben, da gab es sowas wie einen Schwierigkeitsgrad nicht. Das ist hier mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Wir haben zwar hier einen hohen Schwierigkeitsgrad, aber das Problem ist, wenn du ihn hier einstellst auf sehr schwer, dann bist du vielleicht der Action-Hero, der Last Man Standing, aber hast nichts davon. Ich habe schon ein paar Runden mal probiert auf sehr schwer und es geht. Es geht auch, es ist schwerer und für mich auch eigentlich unterhaltsamer, aber jetzt kommt das große Aber und das nervt mich wirklich. Es gibt 0,0 Belohnung. Glaube ich zumindest. Es kann sein, dass auf der Stufe sehr schwer die Item-Ausbeute bei Monstermaterialien höher ist. Bei mir ist so, als ob da manchmal ein seltener Drop von einem Leunen doppelt so oft vorkam als noch auf einer kleineren Stufe. Aber das müsste ich echt selber testen. Aber es gibt nicht mehr Rubine. Es gibt nicht mehr Erfahrungspunkte. Und die Items scheinen auch gleich zu sein. Also es gibt wirklich überhaupt keinen Anreiz, auf sehr schwer zu spielen. Wirklich keine Belohnung. Nicht mal irgendwie das hier zum Beispiel. Hatte ich ja auch schon im Stream gesagt. Diese Belohnung, wenn es die geben würde für schließe alles auf sehr schwer ab. Oh, das wäre doch geil. Hätte ich einen Anreiz und dann könnte ich hier Videos machen mit diesem Link-Outfit und jeder würde sofort wissen, oh, der hat das Link-Outfit. Der hat es ja wohl auf sehr schwer geschafft. Das ist doch cool.
Also ich finde sowas cool, ich bin ein Mensch, ich brauche eine Belohnung tatsächlich für einen sehr schweren Modus. Und wenn ich die nicht habe, naja, dann mache ich den auch nicht gerne, weil der sehr schwere Modus verschlingt auch locker doppelt so viel Spielzeit. Und wir haben hier ein Spiel, was so aussieht, als wenn man da locker 100 Stunden auch spielen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr da so Bock drauf habt, statt 100 Stunden 200 Stunden zu spielen, weil ihr einfach auf sehr schwer spielen wollt. Mir ist die Zeit zu schade. Mir fehlt komplett die Zeit, neben Pokémon, neben Genshin Impact, neben, was kommt jetzt bald zukünftig, IS-9, Monstrum, irgendwas. Freue ich mich auch drauf, also die Zeit ist kostbar und ich kann es mir einfach nicht leisten, nochmal 100 Stunden mehr zu investieren, nur weil ich eigentlich mehr Spaß habe, auf sehr schwer zu spielen. Das ist die große Kritikpunkt. Also ohne einen Mehrwert zu haben, das ist eben der Punkt. Ich habe keinen Mehrwert und da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das gerne so machen möchte. Aber es gibt ja trotzdem die Funktion und das muss dann dem Spiel zugute halten. Also kann ich jetzt eigentlich auch keinen Negativpunkt erlassen, bis auf dass die Belohnung fehlt. Das ist dann schon sehr negativ. Und eben auch anders, also ihr seht's, der Vorgänger, der war auch nicht anders. Du hast eine Abenteuerkarte, da konntest du überall hinklicken und hier ist genau das Gleiche. Nur, dass statt der Abenteuerkarte eine richtige Hyrule-Karte ist und man sich die Waffen nicht wirklich freischalten muss. Du hast dafür aber anderes Zeug, was du freischalten kannst. Ja, so ähnlich wie die Herzen, du musst Materialien sammeln. Also schon so ein bisschen besser auch geworden vom Gesamten her. Aber die Abenteuerkarte hat mir dennoch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil einfach dort gab es ein paar Karten, ich kann mich daran erinnern, oben links auf der ersten Abenteuerkarte, da war doch so eine Herausforderung, man musste irgendwie alle Gegner nur mit Items besiegen und das innerhalb einer gewissen Zeit, um Rang S zu holen. Und das war, ohne Update, super, super schwierig. Und sowas gibt's ja nicht. Weil jetzt kannst du ja auf einfach spielen und gewisse Herausforderungen einfach so umgehen, weil die Stufe sehr einfach ist. Ich spiele auf Standard und bin trotzdem schon ein paar Mal gestorben. Kann ich euch auch nur empfehlen, spielt auch wirklich auf Standard, wer ein gutes Spielerlebnis haben möchte. Und die Hardcore-Freunde dürfen eine höhere Stufe spielen, aber ihr müsst euch wirklich fragen, ob das dann so sinnvoll ist. Ob ihr nicht auch nicht in der Hinterhand irgendein anderes Spiel habt, was ihr auch noch nebenbei lieber zocken möchtet, das ist eben so genau der Kompromiss, den man hier eingehen muss. Das erstmal so zu meiner Erfahrung nach Abschluss der Hauptstory. Wir haben übrigens auch Krogsamen, die man sammeln kann. Das gehört auch noch mit dazu. Das war ähnlich wie im ersten Teil. Da hatten wir Herzteile, die man auf der normalen Hauptgeschichten-Missionsserie, das ist ein schönes Wort, sammeln konnte. Und hier sind es eben statt Herzteile einfach Krogsamen. Krogsamen, die kannst du sammeln. Es gibt irgendwann im weiteren Spielverlauf die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wie viele Krogsamen es auf der Karte gibt. Und dann kannst du nochmal zurückgehen und die sammeln. Mein Tipp an der Stelle, nehmt euch online sofort eine Karte, die gibt es aktuell auch schon, dass ihr seht, wo die Krogsamen sich befinden. Weil es macht null, wirklich null Spaß, nochmal eine Karte anzugehen, nur weil man einen Krogsamen vergessen hat, weil die fressen richtig viel Zeit, auch auf der Stufe einfach, musst du ja immer noch die gleichen Gebiete abgrasen. Und das nimmt dann schon so ein bisschen, ja, den Spielfluss raus. Und das macht auch wirklich wenig Spaß, nochmal eine bereits gemachte Story-Mission nochmal zu spielen. Also da wirklich der Tipp, nehmt euch eine Karte, weil spart euch da die Zeit. Es lohnt sich auch nicht. Es lohnt sich da wirklich nicht, ohne Karte zu zocken. Also ich weiß, das Spiel hätte es schon gerne, dass man dann nochmal reingeht, weil Spielzeit wird ja auch wahrscheinlich erfasst von Nintendo. Ja, diejenigen, die hier online sind oder so. Ich weiß noch, bei der Wii, da gab es ja auch so eine schöne Anzeige. Ja, da hat das Spiel im Hintergrund erfasst, wie viele Stunden ich gespielt habe. Und da war so eine schöne Wochenübersicht. Da war bei einem Tag 16 Stunden. Und wenn ich mir vorstelle, sowas nimmt vielleicht dann Nintendo zur Datenanalyse, dann kommt es natürlich schon cool, wenn man sagt, hey, Hyrule Warriors hat im Schnitt 100 Stunden Spielzeit dem Spieler abgeluchst. Und wenn man dann natürlich mehr Spielzeit rauskitzeln kann, weil man die Hauptgeschichte jetzt zweimal spielen muss, naja. Da denke ich mir immer, vielleicht ist das so der Hintergrund, dass man einfach möchte, dass man hier sehr viel mit dem Spiel noch spielt.
Aber ja, das erstmal dann dazu. Was machen wir jetzt? Wir werden nochmal ein bisschen rumgeilen. Denn dadurch, dass wir keine taktische Tiefe haben, ist es ja auch sehr einfach, mit jedem Helden zu spielen. Die spielen sich ja alle komplett gleich, also muss man ja nichts auf der Kirsche haben. Dann, ich hatte hier noch eine coole Quest. Die war sehr herausfordernd, weil ich mit Mifa spielen musste. Und die habe ich vorhin noch nicht geschafft. Welche waren das? Ich weiß gar nicht mehr, was das gewesen ist. Hier war es nicht. Irgendeine Mission, die ich noch nicht geschafft hatte. Das war Sidon. Oh, die muss ich erstmal finden, Leute. Hier war es auch nicht. Das war sie, glaube ich. Lauernder Schrecken. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nur bestimmte Kämpfer. Ich mach die mal. Und ich nehme jetzt mal als Effekt auch mehr Schaden, weil ich habe jetzt eine stärkere Waffe, das Level ist höher. Ich bin immer noch auf der Schwierigkeit Standard und ich bin trotzdem hier gescheitert. Aber hat ja keine taktische Tiefe, das heißt, ich muss mir ja eigentlich nichts anderes einfallen lassen, ne? Das Spiel ist ja unterfordernd. Gucken wir mal, wie unterfordernd mich jetzt das hier kosten wird. Ne, es war ein sehr schlechter Satzbau. Ich hab doch hier irgendwo erhöhter Schaden und nicht erlittener Schaden. Hier, Schaden plus 10. Wie habe ich denn davon? Ich habe genug, ich nehme das mal. Ja, ich hab's, komm. Damit wir mal sehen, dass sich das Ganze hier wirklich stackt. Ich klatsch mal alles rein. Jetzt mache ich 22% mehr Schaden, das ist schon eine ganze Menge. Und auf der höchsten Schwierigkeitsstufe wird wahrscheinlich auch genau das der Punkt sein, den du oft auch nehmen musst. Ah, und ich mag Mifa, weil sie hat nach den Testläufen immer so einen schönen Vierer-Kombo-Angriff, dass sie danach in die Luft gehen muss. Und auch das, um das herauszubekommen, musst du ja auch ein bisschen spielen. Ich meine, du hast, wie viele Helden haben wir? 20 Helden, alle unterschiedliche Attacken. Und dadurch, dass der eine eben langsamer ist als der andere, kannst du nicht beim gleichen Gegner einen Vierer-Angriff machen, weil du das so bei dem einen Helden halt als Bestes empfunden hast. Es gibt auch Attacken, eine Zweier-Kombo zum Beispiel, die ist bei Link auch sehr gut, wenn er mit dem Speer spielt, da kommt er auch sehr fix von A nach B. Und es ist ja auch taktische Tiefe, dass Attacken, bestimmte Kombos, sind ja schneller als andere Kombos. Ich gehe. Okay, ich darf mir hier keine Zeit lassen. Ich habe noch 10 Minuten, ich habe es vorhin nicht geschafft, Leute. Oh, ich bin noch auf sehr schwer. Nein, abbrechen. Auf jeden Fall abbrechen. Habt ihr gesehen, der hat mir die Hälfte weggezogen. Easy to learn, easy to master ist das Motto. Hauptsache draufhauen. Der hat mir die Hälfte weggezogen und ich hoffe, weil das überlebe ich nicht. Ich kann es hier nicht sprechen, kommentieren quasi und dann auf sehr schwer einfach mal so easy peasy eine Herausforderungsmission machen. Das kriege ich auf keinen Fall hin. Da bin ich jetzt zweimal getroffen und dann bin ich auch schon weg vom Fenster. Aber habt ihr schon mal gesehen, so kann es eben gehen. Man müsste sich jetzt hier komplett drauf konzentrieren, sonst hast du einfach überhaupt keine Chance. Ich gehe nochmal auf Einstellungen und tatsächlich, der letzte Test war eben auf sehr schwer. Jetzt habe ich bestimmt den Essenseffekt verschwendet, wa? Kann das sein? Ja, ich habe ihn tatsächlich weggerotzt. Das ärgert mich, ich werde ihn nicht nochmal nehmen, das ist wirklich sehr ärgerlich. Dann machen wir einfach Bewegungsgeschwindigkeit nach oben. Es ist lecker. Da sind wir 40% schneller. Ist auch okay. Aber wollte ich euch zeigen. Ich wollte es euch nur zeigen, damit man mal sehen kann, wie schwer ist es denn überhaupt auf sehr schwer. Naja, ihr habt es gesehen. Zwei Schläge würde ich aushalten. Danach wäre ich weg vom Fenster. Und dann ist halt nochmal die Zeit im Nacken. Du kannst ja auch nicht wirklich, diese Karte hier zum Beispiel, ist auch eine Karte, da musst du 18 Sub-Bosse besiegen. So war es vorhin zumindest. Da steht zwar am Anfang der Karte weniger als 18, aber das steigt mit der Zeit. Ja, da wirst du ein bisschen schlecht informiert vom Spiel, wirst du getäuscht. Und das muss man eben auch wissen, weil wenn man denkt, man muss nur so 8 oder 10, was steht da? Können wir mal gucken. Irgendeine Zahl wird ja auch gleich aufploppen. Und dann möge man meinen, das ist auch genau die Zahl, die man stemmen muss. Nein.
Boah, die beste Kombo. Und das ist zum Beispiel auch in Verbindung mit der Aussage Easy to Learn und Easy to Master. Das sieht zwar erstmal einfach aus, aber das spielt sich bei ihr auch jetzt nicht so einfach. Weil ich musste lange rumprobieren, um herauszubekommen, dass für mich diese Combo die beste ist. Ich mache also viermal eine normale Attacke, also Schlag, 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 dann starker Angriff. Dann geht sie so nach vorne. Macht dann diesen. Und dann musst du, wenn in der Mitte dieser Wirbel gespammt wird, dann kannst du RZ drücken oder ZR. Und dann teleportet sie sich zu ihrem einen Wasserstrudel, springt nach oben und dann kannst du nochmal den normalen Angriffsbutton drücken. Dann wird sie ihre Combo nämlich weiterführen. Und das ist schon ziemlich geil. Das kriegst du aber auch nur raus, wenn du ein bisschen rumprobierst. Und das ist nicht so einfach zu mastern. Selbst wenn man das weiß, ist es nicht so einfach im Spiel geschehen, immer die Combo durchzubringen, dass man da dauerhaft schlagen, 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 harter Angriff, dann ZR, dann nochmal normaler Angriff. Das ist ähnlich wie eine Combo. Bei, ja, ist jetzt ein schlechter Vergleich. Ich wollte gerade sagen, wie bei dem Street Fighter oder so. Oder wie bei Tekken. Da gab es auch diese Mörder-Kombos, wo du so 20, 30 Befehle nacheinander eingeben konntest. Das ist hier natürlich ein bisschen nicht so. Aber trotzdem, da ist die Kombo-Vielfalt. Da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Und, was hier auch zur taktischen Vielfalt gehört, Mipha ist auch eine Heldin. Die hat den schönen Effekt, dass wenn sie ihre Spezialattacke ausübt, kann sie sich aufheilen. Das hat auch nur der Held, bis hierhin zumindest. Ich kann es ja mal machen. Ich muss es tun, so ist es. Ich muss es tun, ich muss darüber sprechen, das ist meine Aufgabe. Und bei den Bossen ist die Combo auch nicht ganz so zu gebrauchen, aber bei so normalen Standard-Mobs. Da finde ich, ist Mipha mit der Combo richtig genial, weil sie dadurch auch sehr schnell ihre Spezialpunktleiste auffrischt. Ja, jetzt haben wir da hinten, da steht eine 17. Das war vorher, glaube ich, ein bisschen weniger. Diese Geschosse sollte man blocken. Da wir aber auf der Stufe Standard spielen, kann ich darauf Gott sei Dank erstmal verzichten. Und das ist eben das, wo man einen falschen Eindruck kriegen könnte. Wenn man jetzt natürlich so spielt, wie ich es auch mache, dann hat man eben den Eindruck, dass das Spiel sehr einfach ist, weil du eben nur drauf klöppelst. Aber es ist eben nicht. Hier habe ich erstmal den Kampf gegen die Zeit. Und wenn ich das jetzt schaffe, tatsächlich in der Zeit es zu bestehen, dann könnte ich mir als nächstes Ziel ausmachen, wie wäre wohl das Spiel, wenn ich auf sehr schwer spiele. Weil dann muss ich mir wieder irgendwas anderes einfallen lassen. Dann kann ich nicht einfach hier drauf prügeln. Dann muss ich dann schon mal hier auf den Block-Button drücken. Oder wahrscheinlich würde das noch nicht mal helfen. Man kann zwar diesen Schuss immer blocken. Ich habe keine Ahnung, ob das auf der Stufe sehr schwer auch noch geht. Ob sich das dann anders spielt. Aber blocken ist halt deswegen nicht so gut, weil du willst ja den Gegner auch angreifen. Und blocken, das frisst einfach mal sehr viel Zeit. Und die hast du nicht. Wir haben jetzt schon 3 Minuten verdaddelt. Und der ist jetzt One-Hit. Aufgrund unserer genialen Waffenstärke. Aber auf sehr schwer denke ich nicht, dass ich ja auch nur den Hauch einer Chance hätte. Ohne Items, ohne perfekte Waffe. Also da ist einiges zu tun. Ich komme ja hier schon kaum hinterher. Dann habe ich noch erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Aber ich finde die erhöhte Reichweite ziemlich geil. So, jetzt kommt er wieder nach vorne. Ja, Gott sei Dank kann man das bei denen schon antizipieren, was der macht. Der kleine Nanowächter. Was ich noch gerne hätte, eine größere Spezialleiste, also eine aufgefülltere. Aber ich habe eben auch keine Zeit, diese kleinen Mobs hier zu plätten. Alter, diese Kombo ist einfach mega. So, und jetzt werde ich hier mal ein paar... Der Stäbe benutzen, wollte ich sagen, aber ich muss mir erstmal in Ruhe konzentrieren, was hier passiert. Ich muss es tun.
Außer hat mich verdrückt. Das passiert, wenn man vorher Genshin Impact zockt. Weil das Blöde ist, bei Genshin Impact ist ja der Angriffsbutton der A-Button. Es passiert mir super, super häufig, dass ich aus Versehen wirklich den Spezialbalken aktiviere, was natürlich auch gar keinen Sinn macht. Das ist natürlich auch nochmal ein Einfluss. Easy to learn, easy to master. Nicht, wenn man eben das anders kennt und die Tastenbelegung auch nicht ändern kann. Weil jetzt habe ich hier nämlich die kleinen Standardgegner und die müsste ich jetzt mit meiner Spezialattacke eigentlich wegbouncen. Boah, ich hoffe, ich krieg's noch irgendwie hin. Ich habe mich auch schon wieder verdrückt. Ich wollte diesen Eisstab gar nicht benutzen, aber das war offensichtlich dann doch eine gute Entscheidung. So, und jetzt? Jetzt mache ich nochmal eine Spezialattacke. Und ihr seht schon oben die Herzen. Ich wäre schon dreimal draufgegangen. Ja, wenn ich hier jetzt auf sehr schwer gespielt hätte, dann wäre ich weg. Dann wäre ich einfach weg, weil mir schlicht Zeit fehlt und die Konzentration bei so drei Gegnern, die gleichzeitig auf der Karte sind, mich da so zu konzentrieren, dass ich immer perfekt ausweiche, kriege ich gar nicht hin. Und man sollte schon versuchen, eher auf Ausweichen zu gehen, aber das ist eben nicht so easy to mastern. Das ist ja genau das Problem, weil die greifen alle unterschiedlich an und immer wenn man denkt, ich habe doch jetzt schon perfekt gedrückt, wieso mache ich jetzt keinen genialen Gegenkonter, dann war es eben doch eine Millisekunde zu schlecht. Und das musste ich hier eben mastern und das ist nicht easy. Ich glaube, den Spruch, den werde ich auch immer wieder mal bringen. Easy to learn, easy to master, das werde ich auch bei jedem, weiß ich nicht, Dark Souls Video am besten immer runterposten. So easy. Wenn man weiß, wie es geht. Das ist übrigens auch so ein kleines Problem bei so Menschen, die jetzt nicht gerade einen Job haben in einer Redaktion und sich tausendmal mit Spielen beschäftigen. Also es gibt ja, das war ja bei The Last of Us zum Beispiel auch so, was wurde das Spiel von den Möchtegern-Kritikern auseinandergenommen, also die privaten User, weil sie einfach mit der Geschichte nicht einverstanden waren, obwohl das Spiel an sich, es war ja großartig. Also ich habe es mir auch nur angeguckt, selber nicht gespielt, aber das, was ich gesehen habe, von der reinen Spielmechanik her und dem Stimmungsboden war es ein super geniales Spiel. Und wenn eine private Person das natürlich so testet und für sich als schlecht bewertet, hey, dann ist das okay. Aber ist ja nochmal, bei einer Redaktion muss das eben anders laufen. Und man sollte ja auch mittlerweile im Jahr 2020 schon unterscheiden können, wie ein Spiel gedacht ist, für welche Zielgruppe und was man erwartet. Das ist ähnlich die ewige Diskussion bei einem Spiel wie zum Beispiel Animal Crossing. Da haben die Leute, also die Nicht-Befürworter dieses Spiels, auch immer wieder gesagt, ja, aber was ist denn an dem Spiel so geil? Da macht man doch nichts. Das ist doch mega langweilig. Spiel doch Minecraft oder so. Da hast du noch mehr Abwechslung. Es ist eben ein Spiel zum Entspannen. Oder es muss ja auch einen Grund haben, warum die Farming-Simulatoren noch so gut ankommen. Die sind zwar dann wirklich ein bisschen schlecht, weil auch die Spielmechaniken und die Grafiken unter aller Sau sind. Aber das ist so ein da kannst du auch nicht als Dark Souls-Spieler... Ja, sag mal, du bist ein richtiger Dark Souls-Fan und brauchst immer die komplette Herausforderung und dann sollst du das Spiel Animal Crossing testen. Du sollst es testen und dann eine objektive Meinung abgeben. Und dann spielst du es so 5 Stunden, hast dich noch vorne und sagst, boah, ist ja mega langweilig und das ist dein Fazit. Und dann bin ich bei dem Punkt, das kann man gerne bringen. Wenn man so für sich eine Amazon-Bewertung macht oder so, aber nicht für die Allgemeinheit, weil man das Spiel einfach nicht testen wollte, weil man keinen Bock hat, weil man einfach unterfordert wird, weil einem andere Spiele mehr zusagen. Es ist eben genau wie hier auch. Du kannst ein Review zu Animal Crossing nur dann machen, wenn du auch so halbwegs die anderen Animal Crossing-Teile kennst, gespielt hast, damit was anfangen kannst und du weißt, die Spieler, die spielen wollen, die legen auf das und das mehr Wert. Also teste ich das natürlich auch auf den und den Punkt hin. Es macht wenig Sinn, ein Animal Crossing zu testen auf Schwierigkeit. Ja, wie hoch ist da der Frustfaktor? Das kannst du nicht bringen, weil das gehört da einfach nicht mit rein. Das ist doch normal.
Das ist doch sowas von normal. Und das ist hier bei eben Hyrule Warriors 2 genau das gleiche. Die Leute, die wollen nicht wissen, wie die Geschichte ist, ja, in Verhältnis zu Breath of the Wild. Natürlich nicht. Die wollen wissen, wie ist hier das Gameplay. Und ich habe jetzt die Quest geschafft, das ist interessant. Weil ich habe es vorhin auf Standard nicht geschafft. Da war mein Angriff zu schwach und ich bin gescheitert tatsächlich. Und ich wäre jetzt auch hier fast gescheitert. Weil 1,30 ist nicht so viel Zeit. Aber ich bin froh, dass ich meine Waffe aufstärken konnte, weil die war im Verhältnis von vorhin, da war meine Angriffsstärke bei 54. Jetzt habe ich ja schon fast das Doppelte an ATK und habe trotzdem noch sehr lange gebraucht. Also ich müsste mir jetzt hier wirklich etwas anderes einfallen lassen. Vielleicht sollte ich mehr noch... Oh, die Lanze, Angriffsstärke 54. Ich weiß nicht, ob die besser ist als die, die ich habe. Ah, das müsste man vorher sehen. Kann man das noch irgendwie zurückrechnen? Jetzt habe ich das Tragelimit erreicht. Ich muss jetzt die Sachen verkaufen. Dann nehme ich erstmal die, die nicht so ganz so eine großen Effekte haben. Die auch beim Kombinieren, die nicht so viele Erfahrungspunkte geben. Oh, das ist gut. Schaden durch Spezialangriff. 8% ist schon sehr gut. So, die werde ich verkaufen und gut ist. Das wäre nochmal so ein Verbesserungsvorschlag. Dass man bei dem Waffenkombinieren erkennen kann, wie die Ausgangs-ATK der bereits aufgewerteten Waffe ist. Weil so könnte ich jetzt vergleichen, weil ich weiß ja nicht mehr, wie viele ATK-Punkte ich bekommen habe für ein Upgrade. So, jetzt haben wir neue Sachen freigeschaltet. Ich gehe nochmal da rein, auf Kombinieren. 93, Stufe 20. Sagen wir mal, ich hätte jetzt für jede ATK-Erhöhung 2 Punkte bekommen. So war das, glaube ich. Dann wäre ich jetzt bei 63. Dann die 5 Extraschaden. 58. Es könnte also sein, dass diese Waffe, die ich jetzt hier aufgestärkt hatte, schon eine Ausgangsstärke von 58 hatte. Ich weiß es aber nicht. Leider weiß ich das nicht mehr. Lässt sich auch super schwer zurückrechnen. Es kann auch sein, dass ab Level oder Stufe 10 statt 1 ATK 2 ATK dazukommen pro weiterem Level ab. Ist ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, dann machen wir nochmal eine extra Folge. Wir können ja mal Just for Fun gucken. Ne, die ist jetzt auf 96. Wir würden jetzt 3 Punkte dazu bekommen. Alter, das ist richtig gut, das sind mal 15 Punkte obendrauf. Dann sehen wir mal die hier, was die kriegen würde. Sie würde 5 Stufen dazu bekommen. Ne, ist falsch gesagt, sie würde 4 Stufen dazu bekommen, denn auf Stufe 1 ist sie ja bereits. Also 4 Stufen. Das sind 2 Punkte. Tatsächlich. Dann war die Waffe wirklich stärker. Dann habe ich hier bereits die stärkste Waffe. Ja, das muss man sich halt immer so gedanklich im Kopf zurückrechnen. Aber interessant, ab Stufe 20 bekommen wir sogar nochmal einen extra Punkt in Angriff dazu. Ja, nett. So spielt ihr das Ganze. Also mir macht Hyrule Warriors 2 enorm viel Spaß. Die einzigen Kritikpunkte ist halt Kamera. Dann vom Gameplay her... Nicht das eigentliche Gameplay, sondern... Achso, ich komme nicht mehr raus. Hä? Achso, ich habe den falschen Steuerstick in der Hand. So. Hab mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Jetzt bin ich aus dem Fazit schon wieder raus. Also es gibt ein paar Negativpunkte, sind aber nicht so viel. Also der erste Kritikpunkt ist, wie gesagt, die Kamera, die ist ein bisschen hackelig. Und dann habt ihr auch gesehen... Es läuft halt nicht so flüssig. Auch da habe ich ein paar Videos schon gesehen, die das Ganze analysiert haben, was die Framerate angeht. Und ich muss auch sagen, das trübt so ein bisschen den Spielspaß. Hatte ich auch schon im Stream gesagt. Und da ist Pirate Warriors 4 viel, viel flüssiger. Ich wünschte mir gerne diese Performance von dem Spiel auf dieses hier übertragen. Vom Umfang her möchte ich es nicht tauschen. Da war Pirate Warriors 4, glaube ich, auch bisher die größte Enttäuschung des Jahres für mich persönlich. Aber Umfang ist super, Spielmechanik ist super, wir haben viele Sachen, auf die wir eingehen können. Wir müssen überlegen, welcher Schwierigkeitsgrad musst du blocken, brauchst du einen schnellen Charakter,
Brauchst du einen, der schnellere Kombos hat? Brauchst du jemanden, der vielleicht viel mehr Stärke an den Tag legt? Elemente, die unterschiedliche Effekte haben, also es macht schon viel Spaß, hier die Welt zu erkunden. Ich vermisse zwar trotzdem die Abenteuerkarte, aber man ist trotzdem super unterhalten. Und wir haben ja noch einen Blutmond. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nicht getestet. Ich möchte aber immer noch nicht die Hauptstory erneut spielen. Es kann sein, dass wir bei so einem Blutmond nochmal stärkere Waffen bekommen. Da werde ich aber noch eine Extra-Folge machen. Also, es ist nicht der letzte Part, auf keinen Fall. Aber aufgrund des sehr schlechten Beitrags von Game 2, hier nochmal auch mein Fazit nach der Hauptstory. Wir machen Endgame natürlich noch weiter und sehen uns spätestens beim zweiten Fazit, aber wahrscheinlich vorher noch, wenn ich den Blutmond ein bisschen getestet habe oder irgendwas anderes entdecke, dass wir hier zum Beispiel nochmal ein extra Video zu den Waffen machen. Aber auch da habe ich mich online noch nicht belesen. Wer weiß, ob ich noch irgendwas freischalten kann. Und dann sehen wir uns, wenn ich alle Infos habe, wahrscheinlich dann nochmal wieder. Das war's bis hierhin. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Euch noch einen schönen Tag. Rinja hauen und immer schön dran denken. Easy to learn, easy to master ist das Motto. Hauptsache draufhauen.